Nachrichten des Tages. Heute mit Barbara Hallweg. Guten Abend. Schön, dass Sie dabei sind, wie auch Norbert Lehmann für den Sport. Einen schönen guten Abend auch von mir. Das sind die Nachrichtenthemen von heute. Kritik von unabhängigen Experten. Mit ihren Gesetzesplänen weiche die Bundesregierung den Klimaschutz auf. Höchster Verdienstorden für Angela Merkel. An der Ehrung der ehemaligen Bundeskanzlerin gibt es auch Kritik. Und 100 Jahre Disney-Welt, eine Ausstellung in München von Mickey Maus und Schneewittchen über Star Wars bis zu den Marvel-Helden. Es ist ein schlechtes Zeugnis für die Klimapolitik der Bundesregierung. Der Expertenrat für Klimafragen überprüft regelmäßig die Selbstverpflichtungen zum Klimaschutz. Regelmäßig warnen die Wissenschaftler, Deutschland ist zu langsam. Heute setzen sie noch eins drauf. Sie sehen die große Gefahr, dass die Ampel mit ihren Änderungsplänen das Klimaschutzgesetz verwässert. Christian Volk berichtet. Zu hohe CO2-Emissionen in Deutschland, etwa auf den Straßen oder beim Heizen mit Öl und Gas. Zwar ging der Ausstoß der Treibhausgase 2022 gegenüber dem Vorjahr leicht zurück, aber nicht wegen der Politik, sondern wegen äußerer Umstände, sagt der Klima-Expertenrat. Was wir auch in einer vertieften Analyse festgestellt haben, dass die Treibhausgasemissionen um rund 9 Megatonnen höher gelegen hätten im vergangenen Jahr, wenn das Wachstum der Wirtschaftsleistung nicht infolge des Krieges der Ukraine, in der Ukraine geringer ausgefallen wäre als erwartet. Die Ampelregierung will nun das Klimaschutzgesetz ändern und die Sektorenziele aufweichen. Bedeutet, wenn etwa das Verkehrsministerium sein Klimaziel verfehlt, dann könnte ein anderes Ministerium diese Differenz ausgleichen. Ein Fehler, sagen die unabhängigen Wissenschaftler. Wir sehen eigentlich, dass wir in keinem Sektor wirklich auf einem guten Weg sind. Und das heißt, auch wenn wir aggregiert betrachten, ist es nicht so, dass ein Sektor dem anderen was ausleihen könnte. Umweltorganisationen kritisieren die Beschlüsse der Koalition seit Wochen. Sie sehen sich bestätigt. Es zeigt sich gerade im Verkehrsbereich, dass Deutschland überhaupt nicht auf Klimakurs ist. Und hier ist eine dringende Korrektur über Sofortmaßnahmen notwendig. Doch nur wenige Stunden nach der Pressekonferenz des Expertenrates diese Erklärung aus dem Kanzleramt. Das Verkehrsministerium sei trotz des überhöhten CO2-Ausstoßes von der Pflicht eines Klimasofortprogramms befreit. Jetzt zur höchsten Auszeichnung, die Deutschland zu vergeben hat. Das Großkreuz des Bundesverdienstordens in besonderer Ausführung. Erst zweimal wurde es verliehen. 1954 an den ersten Bundeskanzler Konrad Adenauer, 1998 an Helmut Kohl, den Kanzler der Einheit. Wer den Orden bekommt, entscheidet der Bundespräsident. Und der hat vor einer halben Stunde Angela Merkel ausgezeichnet, was auch Kritik auslöste. Bernd Bentin über die Ehrung. Im kleinen Kreis bekommt Angela Merkel das große Kreuz. 20 Gäste durfte sie einladen, Familie, Freunde, der enge politische Zirkel. Auch zwei ihrer Vizekanzler sind dabei. Der eine ist ihr nachgefolgt, der andere verleiht ihr heute den höchsten Verdienstorden, den der Bundespräsident verleihen kann. Sie haben mit Ihrer Kanzlerinnenschaft dafür gesorgt, dass eine Frau an der Spitze der Regierung, dass auch weibliche Macht für immer eine Selbstverständlichkeit in unserem Land sein würde. Merkels Dankesrede denkbar kurz. Ein Dank an die Wegbegleiter, kein Wort zur Politik. In diesem Sinne stehen die jetzt vorgestellten Personen nicht nur für den heutigen Abend, sondern sie stehen dafür, dass ganz viele Menschen dazugehören, wenn man 16 Jahre Bundeskanzler ist. Bei denen kann ich mich jetzt nur auf diese Weise bedanken. Viele im politischen Berlin gratulieren heute zu der Auszeichnung. Nüchtern kommentiert das Ganze der jetzt Vorsitzende von Merkels eigener Partei. CDU-Chef Friedrich Merz war, genau wie Vertreter der CSU, nicht eingeladen. Das ist die souveräne Entscheidung des Bundespräsidenten. Und es ist die souveräne Entscheidung von Frau Merkel, wer heute Abend dazu eingeladen wird. Das werde ich öffentlich nicht bewerten und nicht kommentieren. So wahr mir Gott helfe. 16 Jahre war Angela Merkel im Amt. Seit gut 16 Monaten ist sie es nicht mehr. Aus Teilen der Opposition heißt es, anstelle eines Ordens müsse es Aufarbeitung geben. Etwa von Merkels Außen-, Energie-, Sozial- oder Klimapolitik.
Die Energiewende wurde verschleppt. Die Kinderarmut ist in der Zeit dramatisch gestiegen. Die soziale Ungleichheit hat zugenommen. Ja, und das finde ich, muss man auch kritisch reflektieren. Ich denke, man kann den Orden verleihen und trotzdem vielleicht auf die kritischen Punkte, auf die Fehler der Regentschaft Merkel schauen. Frau Merkel hat sich sehr verdient gemacht als eine Krisenkanzlerin. Es ist ein Orden, der in seiner Zeit gesehen werden muss und nicht 10 Jahre später Bilanz zieht. Adenauer hat den Orden mitten in seiner Amtszeit bekommen. Kohl am letzten Tag als Kanzler. Merkel ist jetzt die erste Großkreuzträgerin und die erste, die der Orden im Ruhestand erreicht. Ja, Theo Koll in Berlin. Schauen wir noch mal auf die CDU. Eigentlich müsste die doch begeistert sein, wenn ihre Kanzlerin und ehemalige Parteichefin so hoch dekoriert wird. Ja, das stimmt. Aber aus dieser Beziehung CDU und Angela Merkel ist seit längerem ein nicht unerheblicher Teil der Begeisterung gewichen, und zwar beidseitig. Wir haben viele ranghohe CDU-Stimmen angefragt, aber nicht allzu viele wollten sich lobend über die Ex-Kanzlerin äußern. Und ja, auch umgekehrt spricht Merkels persönliche Gästeliste Bände. Sie hat schlichtweg niemanden aus der aktuellen Parteispitze eingeladen. Ein größerer zeitlicher Abstand zu Merkels Amtszeit hätte dieser Ordensentscheidung möglicherweise gut getan. Denn der russische Angriffskrieg auf die Ukraine liegt aktuell wie ein Schatten auf Merkels Kanzlerschaft, auf ihrem verfehlten Versuch, Putin einzubinden, auf der zu großen eingegangenen Energieabhängigkeit. Merkels Verdienste sind natürlich unbestritten. Stabilität, Verlässlichkeit, Wohlstand wurden herausragend gewahrt. Aber ein Abwarten der geschichtlichen Bewertung hätte sicher nicht geschadet. Immerhin wurde weder Willy Brandt noch Helmut Schmidt dieser höchste Orden verliehen. Vielen Dank für diese Einschätzung live aus Berlin. Theo Koll. Entsetzt blickt die Welt auf ein Urteil in Moskau. Weil er Putins Angriffskrieg gegen die Ukraine scharf kritisiert hatte, verurteilte ein Gericht Wladimir Karamursa zu 25 Jahren Straflager mit besonders harten Haftbedingungen. Das ist das bisher höchste Strafmaß gegen einen Oppositionellen. Der 41-jährige Familienvater gehört zu den bekanntesten Kritikern Putins. Nina Niebergall hat mehr. Wladimir Karamursa trifft die ganze Härte des Putin-Regimes, gegen das er so lange gekämpft hat, 2 Giftanschlägen zum Trotz. Vor wenigen Tagen seine letzten Worte vor Gericht. Ich sitze wegen meiner politischen Ansichten im Gefängnis, weil ich mich gegen den Krieg in der Ukraine ausgesprochen habe, weil ich jahrelang gegen Putins Diktatur gekämpft habe. Ich bereue nicht nur nichts von alledem, ich bin stolz darauf. Festgenommen wurde er nach einer Rede vor dem Senat in Arizona. Heute sieht die Welt, was das Putin-Regime der Ukraine antut. Die Streubomben auf Wohngebiete, auf Entbindungsstationen, Krankenhäuser und Schulen. Das sind Kriegsverbrechen, die von dem diktatorischen Regime im Kreml begangen werden. Diese Worte, für Putins Regime Falschinformationen, eine Straftat. Später kommt der Vorwurf Hochverrat dazu. Jahrelang kämpfte Karamursa gegen staatliche Willkür an der Seite von Alexei Nawalny und Boris Nemtsov, der 2015 erschossen wird. In den Jahren danach die Giftanschläge auf Karamursa. Er ließ seine Familie in den USA und kehrte trotz aller Gefahr bewusst nach Russland zurück. Entsetzen heute bei einem der letzten Oppositionellen, der in Russland noch auf freiem Fuß ist. Dieses Urteil ist nur noch mit der Zeit Stalins vergleichbar. Besonders ungeheuerlich ist die Tatsache, dass es eine Strafe für Worte ist. Das zeigt deutlich, dass die Behörden sogar Angst vor Worten haben. Karamursa ist nervenkrank seit den Giftanschlägen. 25 Jahre in einem russischen Gefängnis, das könnte sein Todesurteil sein. Wir sind geschlossen und entschlossen. Daran lassen die Außenminister und Außenministerinnen bei der G7 bei ihren Gesprächen in Japan keinen Zweifel. Und diese Botschaft geht an Russland in gleichem Maße wie an China. Doch die Hand nach Peking bleibt ausgestreckt. Zusammenarbeit auf Augenhöhe, so das Angebot. Von Tag 2 des Treffens der wirtschaftsstärksten Demokratien im japanischen Ferienort Karuizawa berichtet Andreas Künast. Die Einwohner des Urlauberörtchens Karuizawa finden sich an diesem Morgen in einer anderen Welt wieder.
Es sind 7 Gäste in der für ihre Ruhe berühmten Stadt, die jetzt weltberühmt ist, aber nicht mehr ruhig. Auch für die G7 ist die Welt eine andere, seit nach Russland auch China mit Krieg droht. Für den japanischen G7-Vorsitz ein Wendepunkt der Geschichte. Wir werden jegliche Versuche zurückweisen, den Status quo mit Gewalt zu ändern. China und Russland sind die großen anwesenden Abwesenden am Tisch der G7. Thema gestern Taiwan, Thema heute Ukraine. Niemand weiß, wann der Tag kommen wird, an dem Russland endlich bereit ist, über Frieden zu sprechen. Aber wir als G7 tun alles dafür, dass die Ukraine dann so stark dasteht, dass sie frei über ihre Zukunft entscheiden kann. Die G7 senden ihre Botschaft, ihre Bilder. Bitte schauen Sie in die Kamera. In welche? China und Russland senden ihre Botschaft, ihre Bilder, Pekings Verteidigungsminister in Moskau. Präsident Putin lobt die sehr gute Entwicklung in allen Bereichen, in den wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen und im militärischen. Während sich die G7 in ihrer Entschlossenheit gegenüber Russland einig sind, wird im Umgang mit China noch das richtige Maß gesucht. Die Frage ist, was hilft? Noch mehr Härte oder noch mehr Dialog? Über nukleare Abrüstung will Japan am 3. Gipfeltag reden. Neben Russland und China zwingt Nordkorea den Westen zum Handeln. Zurück nach Deutschland. Das Statistische Bundesamt bestätigt, was viele längst zu spüren bekommen haben. Die Verbraucherpreise für Strom und Gas sind auch im zweiten Halbjahr 2022 weiter gestiegen. Besonders stark verteuerte sich Erdgas. 9,34 Cent kostete eine Kilowattstunde, fast 37% mehr als im Jahr zuvor. Beim Strom war der Anstieg geringer, 35 Cent je Kilowattstunde, ein Plus von 6,4%. Wichtig, die Entlastungen der Bundesregierung sind in diesen Zahlen bereits eingerechnet. Die Hannover Messe, das ist immer auch ein Blick in die Industrie der Zukunft. Und so widmen sich fast 200 Aussteller in diesem Jahr dem Thema künstliche Intelligenz. Ob Klimawandel, unterbrochene Lieferketten, Fachkräftemangel, bei all diesen Herausforderungen kann KI Teil der Lösung sein. Svenja Domeyer hat Beispiele. Ein Computerprogramm folgt den Handbewegungen eines Mitarbeiters. Es lernt, wie Montageaufgaben auszuführen sind, optimiert Abläufe und kann das Gelernte wiederum weitergeben. So funktioniert künstliche Intelligenz in der Industrie. Hier haben wir ein Tool entwickelt, das auf künstlicher Intelligenz basiert, was dafür sorgt, dass die neuen Mitarbeiter schnell und effektiv eingelernt werden, dass ihnen auch beigebracht wird, erstens, wie sie die Anlage gut zu bedienen haben und zweitens, wie sie aus Fehlern, die sie im Anfangsbereich machen, dann auch hinterher noch lernen können. KI als Instrument gegen den Fachkräftemangel. Anders als im Bereich öffentliche Kommunikation, wo KI wegen gefälschter Bilder wie diesen und möglicher Desinformation skeptisch betrachtet wird, tun sich für Industriebetriebe vor allem Möglichkeiten auf. Dank KI müssen Arbeiter zum Beispiel keine Schlüsselbegriffe mehr verwenden, sondern können Maschinen mittels natürlicher Sprache steuern. Wo ist der Notausschalter? Der Notausschalter befindet sich oben rechts. Viele Unternehmen begreifen die neue Technologie als Zukunft und Chance. Wenn wir die Daten auslesen können, haben wir im Maschinenumfeld quasi unendlich viele Daten, aus denen wir mit KI lernen können und Maschinenzustände vorhersagen können und optimieren können. Das wird die Industrie definitiv revolutionieren. Wie kann Strom und Gas gespart? Wann am besten Energie aus Sonne und Wind genutzt werden? Auch hier soll KI helfen, das große Ziel Klimaneutralität möglichst schnell zu erreichen. Von Texas aus einmal in den Orbit und wieder zurück in rund 90 Minuten. Das war der Plan heute. Doch der unbemannte Raketentestflug der Firma SpaceX von Multimilliardär Elon Musk wurde in letzter Minute abgesagt. Kurz vor Ende des Countdowns tauchten technische Fehlermeldungen auf. Frühestens nach 48 Stunden wird es nun einen neuen Versuch geben. Die 120 Meter hohe Rakete mit einer Leistung von rund 30 Millionen PS soll erproben, wie man eines Tages bemannt bis zum Mars gelangen könnte. Jetzt tauchen wir ein in eine Welt, die ganze Generationen berührt und begeistert.
Darin tummeln sich Vertraute wie Mickey Maus, das Rehkitz Bambi mit seinen Freunden oder die Figuren aus Der König der Löwen. Vor 100 Jahren begann der Trickfilmzeichner Walt Disney seine beispiellose Karriere. Mittlerweile ist Disney einer der größten Medienkonzerne der Welt. Zum 100. Jubiläum gibt es eine Ausstellung. Heute war Premiere in München. Jutta Sonnewald. Mickey als Dampfschiffkapitän im Jahr 1928. Walt Disneys Maus sollte weltweit noch groß Karriere machen. Vom Papier auf die Leinwand, wie sich der rundohrige Star und viele andere legendäre Disney-Figuren in den letzten 100 Jahren entwickelt haben, das zeigt eine Jubiläumsschau in der Münchner Olympiahalle. Was macht noch heute die Magie dieser animierten Comicwelt aus? Walt Disney war ein Meister im Geschichtenerzählen. Was seine Charaktere von anderen unterscheidet, sind die Emotionen. Zum Beispiel bei den drei kleinen Schweinchen. Da hat jedes Schweinchen eine ganz eigene Persönlichkeit. Zum 100. Geburtstag hat der amerikanische Medienkonzern seine Schatzkammern geöffnet. Originalkostüme wie Cruellas Kleid aus dem Film 101 Dalmatiner, Cinderellas Glasschuh oder Luke Skywalkers Lichtschwert. Erstmals stehen rund 250 Original-Disney-Requisiten, Zeichnungen und Modelle so im Rampenlicht. Hinter all diesen Geschöpfen und Geschichten steht viel Energie und Enthusiasmus. Für König der Löwen haben wir echte Löwen ins Studio geholt. Nicht nur Beobachtung im Zoo. Es macht einen Unterschied, wenn sich zwischen dir und dem Bleistift ein 900 Pfund schwerer Löwe bewegt. Das spürt man dann auch auf der Leinwand. Auf 1500 Quadratmetern können Besucher ab morgen in das Universum all der großen und der vielen kleinen Walt Disney-Helden eintauchen. Eine Welt, die auch nach 100 Jahren noch fasziniert. Tja, Fußball fasziniert auch viele, Norbert. Beim DFB-Pokal der Frauen steht jetzt das Finale. Ja, Wolfsburg trifft auf Freiburg, nachdem die Breisgauerinnen gestern Abend ihr Halbfinalspiel in Leipzig mit 1:0 gewonnen hatten. Ein durchaus verdienter Sieg des SC durch einen sehenswerten Last-Minute-Treffer der Freiburger Kapitänin. Zwei Kreise, unterschiedliche Stimmung. Links glückliche Freiburgerinnen, rechts ein ernüchtertes Leipziger Team, das dennoch stolz sein kann. Am Tag, als der Aufstieg in die Bundesliga feststeht, leisten sie gegen den überlegenen Erstligisten lange erfolgreich Widerstand. Auch der Pfosten hilft beim Weitschuss von Mert Felde. Die Nachspielzeit läuft, letzte Chance für die Favoritinnen, eine Verlängerung zu vermeiden. Und Freiburg gelingt doch noch der Last-Minute-Sieg. Hasret Gaichi, die Kapitänin und Nationalspielerin, schießt ihr Team ins Finale gegen Wolfsburg. Bemerkenswerte Randnotiz, auch die Männer tragen ein Halbfinale aus unter diesen beiden Vereinen. Nur dass Freiburg dann Heimrecht hat. Zu den Sonntagsspielen der Fußball-Bundesliga der Männer. Nach der Bremer 1:2 Heimniederlage gegen Freiburg gab es zwei Unentschieden. Wolfsburg und Leverkusen trennten sich torlos. Ja, und Union musste sich mit einem 1:1 gegen Bochum zufrieden geben. Berlin ging durch Josip Juranovic in der 45. Minute mit einem tollen Freistoßtor in Führung. Und danach sorgte Kevin Stöger in der 55. Minute per Foul-Elfmeter für den verdienten Bochumer Ausgleich. Union weiter Tabellendritter, der VfL mit einem wichtigen Punktgewinn im Abstiegskampf weiter auf Platz 15. Alle Tore, alle Höhepunkte des 28. Spieltags zusammengefasst zu sehen bei heute.de und in der Heute-App. Zum Boston-Marathon, der im Zeichen des schrecklichen Terroranschlags vor 10 Jahren steht. Am Samstag gedenken an die Opfer. 3 Menschen wurden 2013 getötet, fast 300 verletzt. Heute dann am Mittag der Startschuss für über 30.000 Sportlerinnen und Sportler. Zu Fuß oder auch im Rollstuhl. Gewinner bei den Männern der Kenianer Evans Chebet in 2 Stunden, 5 Minuten und 50 Sekunden. Er hatte schon letztes Jahr den Boston Marathon gewonnen. Und bei den Frauen siegte Helen Obiri ebenfalls aus Kenia in 2:21:38. Ja, und das alles bei richtigem Schmuddelwetter. Jupp. Hierzulande ist es nur ein bisschen besser. Morgen wird es wolkig und eher kühl, wie sich Sonne und Regen verteilen, erzählt gleich Katja Horneffer. Das Heute-Journal um 9:45 mit Marietta Slomka. Wir sagen Danke und Tschüss und bis morgen, wenn Sie mögen. Einen schönen Abend Ihnen noch. Gut.
Guten Abend. Nach dem recht trüben, zum Teil verregneten Wochenende brachte das Hoch Petra heute am Montag doch viel Sonnenschein hier in Schleswig-Holstein, auch in nördlichen Niedersachsen. Und es scheint fast so, als wollten sich diese Wolken hier vor Großbritannien stauen. Zum Teil wurden sie auch einfach nur aufgelöst. Was uns erhalten bleibt, ist diese Nordostströmung. Damit kommen Wolken heran, aber auch Regenfälle. Heute Nacht regnet es zwischen Niedersachsen und Sachsen etwas und auch am Alpenrand. Die Temperaturen sinken auf 6 Grad im Thüringer Becken und auch am Oberrhein und bis 0 Grad in der Eifel oder im Hunsrück. Und morgen liegen die Höchsttemperaturen zwischen 7 Grad in der Oberpfalz und 17 Grad am Oberrhein. Das wird ein wechselhafter Dienstag. Strahlenden Sonnenschein gibt es in Nordfriesland, sonst überwiegen die Wolken. Das kann auch ein bisschen regnen, aber sehr viel wird das nicht sein, bei einem recht lebhaften Wind aus ost-nordöstlichen Richtungen. Am Mittwoch drohen dann Schnee, Regen und Graupelgewitter hier im Nordosten. Der Donnerstag wird noch etwas kälter. Dann kann es oberhalb von 400 bis 600 Meter in den westlichen Mittelgebirgen etwas schneien. Der Freitag wird dann deutlich milder. Guten Abend.